Die Berliner Freiheitsglocke. 8. Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist in Europa vorbei. Schwerste Luftangriffe über 2 Jahre haben mehr als 500.000 Wohnungen vollkommen zerstört. Angst und Perspektivlosigkeit und die Suche nach Verwandten und Freunden zeichneten die Überlebenden in der von Bomben zerrissene Stadt. Die Lücke zwischen dem Nicht-Mehr und dem Noch-Nicht irritiert sie. Erich Kästner, Tagebuch, 7. Mai. Die erste Sorge galt der Ernährung und die zweite dem Wohnraum. Zwei Monate nach Kriegsende einigten sich die 4 Siegermächte über die Aufteilung und Administration von Berlin. Das Ziel? Gemeinsam an einer gesamtdeutschen Lösung für die Hauptstadt und das Staatsgebilde zu arbeiten. Grundlegende Meinungsverschiedenheiten um Macht- und Einflusszonen zwischen Ost und West führten zur Beendigung der Zusammenarbeit am 16. Juni 1948, als der sowjetische Stadtkommandant die Sitzung der alliierten Kommandantur verließ. Am 24. Juni 1948 sperrten sowjetische Truppen alle Land- und Wasserwege nach West-Berlin. Die Stadt war isoliert. Die Blockade von Berlin war der erste Höhepunkt im Kalten Krieg. Was kann Menschen in Zeiten des Wandels inspirieren? Als Reaktion auf diese Blockade veranlasste der amerikanische Militärgouverneur Lucius D. Clay die Einrichtung einer Luftbrücke zur Versorgung West-Berlins aus der Luft. Die 462 Tage der Luftbrücke schufen eine Harmonie der Werte und Ideale zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und West-Berlin. Die Stadt wurde zu einem strategischen Vorposten des Westens, um den Vormarsch des Kommunismus in Europa entgegenzuwirken. Im Jahr 1949 wurde in New York das National Committee for a Free Europe gegründet, eine Organisation, die antikommunistische Botschaften in Osteuropa verbreiten sollte. Gleichzeitig wurde eine Radiostation zu diesem Zweck nach dem Vorbild des Rundfunks im amerikanischen Sektor, RIAS, etabliert. Für die Finanzierung dieses Senders aus Spenden der amerikanischen Bevölkerung wurde ein symbolkräftiges Wahrzeichen erwogen, das patriotische Gefühle wecken und zu einem Erkennungszeichen für den Freiheitskampf unterdrückter Völker werden konnte. Unter dem Slogan Crusade for Freedom wurde die Freiheitsglocke von Berlin in Anlehnung an die amerikanische Liberty Bell eingesetzt, um Radio Free Europe durch die US-Amerikanerinnen zu finanzieren. Als Symbol der demokratischen Freiheit konzipiert, wurde sie danach als Geschenk der USA an die Westberliner Bevölkerung überreicht. An der Gestaltung der Freiheitsglocke waren mehrere Nationen und mehrere Fachleute beteiligt. Der New Yorker Designer und Architekt Walter D. Teague wurde mit dem Entwurf anvertraut, während den Bau die historische Gießerei Gillett & Johnston in Croydon bei London übernahm, die traditionell mit der Herstellung bedeutender historischer Glocken in Verbindung gebracht wird. Von London aus reiste die Glocke in die Vereinigten Staaten, wo sie die Hauptfigur des Kreuzzugs für die Freiheit war. Zu diesem Anlass wurde eine Tournee durch 26 Städte in den Vereinigten Staaten organisiert. Die über 16 Millionen Unterschriften, die während der Tournee gesammelt wurden, sind ein konkretes Beispiel für die Beteiligung der US-amerikanischen Bevölkerung an dieser Initiative. Drei Tage vor der Einweihung erreichte die Freiheitsglocke mit den Unterschriften das Rathaus Schöneberg. Über 400.000 Berlinerinnen waren zur Einweihung des neuen Symbols der demokratischen Freiheit am 24. Oktober 1950 zum Rathaus gekommen. Die Glocke versinnbildlicht Freiheit und Menschenwürde über ein Relief, das 5 Menschen zeigt, die sich mit Fackeln in den Händen brüderlich in einem Kreis zusammenschließen. It is in a spirit of deep reverence that we dedicate the World Freedom Bell today. Inzwischen
hatte sich nach der Auflösung der sowjetischen Blockade Westberlins die Spannungen zwischen den beiden Großmächten USA und Sowjetunion verschärft. Mit dem Mauerbau am 13. August 1961 manifestierte sich endgültig die Teilung Deutschlands und Berlins. Rathaus Schöneberg von West-Berlin demonstrierten und kämpften Berlinerinnen jetzt unter dem Klang der Freiheitsglocke für die Freiheit Berlins und Deutschlands sowie anderer Länder und Völker der Welt. Free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. West-Berlin wurde zu einem politischen, geistigen und wertorientierten Zentrum, zu einem Bezugsort für alle, die für Freiheit und Menschenrechte kämpften. Den Frieden finden wir nicht vor, wir müssen ihn machen. Als ihr größter Fürsprecher galt Willy Brandt. Er war regierender Bürgermeister von Berlin vom 3. Oktober 1957 bis zu seinem Eintritt in die Bundesregierung am 1. Dezember 1966. Unter dem Motto Wandel durch Annäherung leitete Brandt nach dem Mauerbau mit seiner neuen Ostpolitik eine Zäsur im politisch konfrontativen Klima des Kalten Krieges ein. In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Für diese Politik erhielt Brandt 1971 den Friedensnobelpreis. Wir sind hier in Fridtjof Nansens Land. Auch im übertragenen Sinne gilt seine Mahnung. Schöndero handle, förder verschehend o andere. Beeilt euch zu handeln, ehe es zu spät ist, zu bereuen. Die Menschenmenge, die unübersehbar ist. Es müssen mehrere hunderttausend sein. Das ist die Wiedervereinigung, auf die wir alle 40 Jahre lang gewartet haben. Wollen wir die Einheit und Freiheit Deutschlands vollenden? Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. Berlin ist Freiheit.